Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn du hier neu bist, ich heiße Maria und das ist das zweite Video einer Videoreihe über die Körperformen der Damen. Heute geht es um die Birnenfigur und um die Tipps, was du an deiner Figur betonen kannst, damit du eine Balance schaffst und damit du dich in deinem Outfit auch wohlfühlst. Es gibt auch Do's and Don'ts Beispiele und da siehst du am besten den Unterschied. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen. Wenn du eine Birnenfigur hast, dann hast du schmale, weiche, abfallende Schultern, einen schmalen, zarten Oberkörper, eher einen kleinen Busen und eine leicht ausgeprägte Taille, eventuell einen kleinen rundlichen Bauch, einen rundlichen Po, stark geschwungene Hüften und rundliche Oberschenkel. Das heißt, du bist sehr feminin, dein Oberkörper ist schmal, der Unterkörper ist breit und das Gewicht ist zwischen der Taille und den Knien. Bitte schreib mir in den Kommentaren, ob du dich in dieser Beschreibung gefunden hast. Welche Kleider stehen dir, wenn du eine Birnenfigur hast? Und zwar am besten sind das die Wickelkleider, weil sie deine schmale Taille betonen. Oder auch die Maxi-Kleider sind ein Traum für dich. Besonders gut eignen sich auch die A-Linien-Kleider, weil sie deine Hüften leicht umspielen. Sie sollen nur kurz über dem Knie enden, so eine Handbreit über dem Knie oder dann bodenlang sein. Die Midi-Kleider sind nichts für dich, weil sie dein Bein kürzer und breiter aussehen lassen. Nutze auch Farben und Muster bei den Kleidern, und zwar im oberen Bereich kannst du helle Farben und große Muster wählen und im unteren Bereich eher dunkle Farben und matte Materialien und keine Muster. Die Strickkleider sind nichts für dich, die tragen nur auf, also Hände weg davon. Da du ja schmale Schultern hast, kannst du Kleidern mit Puffärmel und Flügelärmel tragen, dann schaffst du eine Balance zu den breiteren Hüften. Und am Abend kannst du dich entscheiden, ob du ein Maxi-Kleid mit einem One-Shoulder wählst und vielleicht ein bisschen Volants hier im oberen Bereich oder ob du dich eher für einen V-Ausschnitt entscheidest. Du kannst beides wählen. Und wenn wir bei den Ausschnitten sind, sehr gut steht dir auch ein U-Boot-Ausschnitt, weil optisch verbreitet er deine Schultern, oder auch ein Carmen-Ausschnitt aus dem gleichen Grund. Die Kleider sollen nicht zu eng und nicht zu breit sein, aber das weißt du schon. Und Röcke und Kleider sollen einen großen Teil deiner Garderobe ausmachen. Jetzt sind wir bei den Röcken und Hosen. Und hier ist es das Wichtigste, dass sie perfekt an deinen Hüften sitzen. Das heißt, bei den Hosen sind das am besten die Mom-Jeans. Die sind perfekt, weil sie deine schmale Taille betonen und die Hüften leicht umspielen. Oder auch die leicht ausgestellten Bootcut-Jeans, die zaubern eine schöne Silhouette, wie du das auch am Bild sehen kannst. Im Büro sind es zum Beispiel ein Hosenanzug mit gerade geschnittener Hose und Nadelstreifen, die verlängern noch deine Beine. Ein No-Go sind die Cargo-Hosen mit diesen großen Taschen auf der Seite, weil sie dich breiter aussehen lassen, oder auch die Leggings mit großen Mustern, also Hände weg davon. Bei den Röcken sind perfekt die A-Linienröcke oder auch die Pencilröcke. Auch wieder sollen sie kurz über dem Knie enden, oder auch die Wickelröcke sind perfekt. Aber natürlich aus einem guten Material, der Stoff soll griffig sein, so ein bisschen dickes sein, weil die dünnen zeichnen alles ab. Nutze auch hier die Farben, und zwar im unteren Bereich immer dunkle Farben, keine Muster und keine glänzenden Stoffe.
Was dir bei den Röcken nicht so gut steht, das sind die Faltenröcke und auch die Ballonröcke, die tragen nur auf, also auch hier Hände weg davon. Jetzt schauen wir uns die perfekten Oberteile für die Birnenfigur an. Da du in diesem Bereich schmal bist, kannst du dich hier ausleben und ganz extravagante Sachen tragen. Sehr gut kann ich mir zum Beispiel Blusen mit Volants, Rüschen oder Schluppenblusen vorstellen, auch mit Fransen oder großen Mustern, mit glänzenden Materialien kannst du hier spielen oder auch mit verschiedenen hellen Farben. Und alles, was hier glitzert oder auch extravagant ist, steht dir sehr gut. Du kannst auch Puffärmel, Flügelärmel wählen, weil du dann wieder eine Balance zu deinem Unterkörper schaffst. Sehr gut ist es auch, wenn du hier Lagenlook trägst. Es ist nur wichtig, wie lang die Oberteile sind und auch wie sie geschnitten sind. Deshalb habe ich ein paar Bilder gewählt, wo du die Unterschiede sehen kannst. Hervorragend sind für dich auch Hemden oder Jeanshemden mit Puffärmel und einem Gürtel. Und wenn wir die Richtung Herbst gehen, dann soll dich ein Trenchcoat begleiten, weil er deine Schultern und deine Taille betont. Die Daunenjacken und Mäntel sind nicht die perfekte Wahl für dich, weil sie eher auftragen. Da ist es besser, wenn du dich für einen Wollmantel mit einem Gürtel entscheidest. Und da ist auch wichtig wieder die Länge. Er soll wieder kurz über dem Knie enden und nicht an der Hüfte, weil das trägt wieder auf. Jetzt sind wir bei der Bademode angelangt. Achte auf Badeanzüge mit Details im Brustbereich, wie zum Beispiel Rüschen, Fransen, Volants. Suche Badeanzüge, die in diesem Bereich, also Brustbereich, eher hellere Farben haben und im unteren Bereich dunklere. Wenn du dich für Neckholder-Badeanzug entscheidest, dann geht der Blick auf deinen schönen, schlanken Hals. Und Bikinihöschen mit hohem Bund betonen deine feminine Figur, das heißt, sie betonen deine schlanke Taille und kaschieren deinen Birnenpo und deine Hüften. Wenn du zu den Badeanzügen und Bikinis große Sonnenbrille trägst, dann geht der Blick auf dein schönes Gesicht. Und wenn du dazu noch einen Sonnenhut und eine schöne Strandtunika mit einem Gürtel wählst, dann geht der Blick dorthin, wo du ihn haben willst. Bei den Schuhen ist es so, am besten, wenn du welche mit einem Absatz wählst. Auch schon 3 cm macht einen Unterschied, zumindest zu den Röcken und Hosen. Und wenn sie vorne eine Spitzform haben, dann verlängerst du damit auch noch dein Bein. Diese Pfennigabsätze, diese ganz dünnen, sind nichts für dich, wenn du festere Waden hast oder auch die Ballerinas schauen nicht proportional nicht gut aus. Bei den Stiefeln sind auch am besten die, die du am Bild siehst, also vorne spitz und hinten einen Absatz. Bei den Accessoires ist es so, dass du große Schals und große Tücher wählen kannst oder auch diese Statementketten, weil dann geht der Blick auf deine Highlightzone wie Gesicht, Hals und Dekolleté. Zusammengefasst, einer Birnenfigur passen Röcke und Kleider, die nach unten breiter werden, oder auch die Maxi-Kleider sind ein Traum für dich. Oben kann viel los sein, oben kannst du helle Farben tragen und große Muster, unten wenig los, dunkle Farben und keine Muster, und betone deine Schokoladenseite und das sind deine Schultern und deine Taille. Von den Persönlichkeiten sind es zum Beispiel die Shakira, die Rihanna oder auch die Jennifer Lopez, die eine Birnenfigur haben und sich sehr feminin kleiden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps helfen. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Da geht es um die Sanduhrfigur. Ciao!